So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht auch richtig. Mal wieder seltenes Sammelalbum von Pokémon. Kamaseon Purpur. Eine neue. Cool. Kosten ja immer 6 Euro. Ihr bekommt ja die Sammelmappe und einen Booster. Und ja, ich weiß es auch. Die Sammelmappe, nein, die meisten von euch benutzen die nicht. Ich benutze die teilweise, ich habe euch das mal gezeigt, ich fotografiere das immer schön ab, die Monster, und dann als Handy-Hintergrundbilder oder sowas. Kann man es immer gut machen. Aber wie gesagt, für Leute, die sich vielleicht interessieren für so eine Sammelmappe, ist das natürlich ganz gut. Wir haben für 6 Euro natürlich einmal das Spielfeld, ein Paket Pokémon-Booster, die ich gleich aufmache, und die Sammelmappe. Jetzt gucken wir natürlich erstmal, ich zoome mal ein bisschen weiter weg. So, erstmal das Spielfeld. Ihr seht es schon, nicht schlecht. Und ein Poster. So. Das war's. Jetzt kommen wir natürlich erstmal zu der Sammelmappe. Natürlich die Karten. Cooles Bild. Die steckt man immer hier so zwischen. Da sind oben und unten Schlitz. Und die passenden Karten sind ja immer schon vorprogrammiert, also vorgemacht. Aber mich interessieren immer diese Seiten. Die jetzt weniger. Aber hier seht ihr, coole Karten gibt es. In grün. Hier unten. GX-Karten. Mega cool. Standardbilder, die mag ich eigentlich überhaupt nicht. Alles wieder cool. Mega mit den Bären. Und was haben wir noch? Nummer 1017, Nummer 901. Okay, jetzt weiter. Das war's. Also, das ist eine Sammelmappe, die man eigentlich nicht braucht bei Pokémon. Ihr wisst es selber. Es gibt von dieser Geschichte der Pokémon-Karten 226 Karten. Sammeln, tauschen, kaufen. Kaufen, relativ teuer. Ihr wisst es, wenn man sowieso eine seltene hat, dann wird es sowieso teurer. Aber nichtsdestotrotz ist das wieder eine Sammelmappe gewesen. Jetzt kommen wir natürlich zu das passende Booster-Tütchen. Und vielleicht habe ich ja da was richtig Cooles drin. Und wie gesagt, der sich auskennt mit Pokémon-Karten, schreibe es mir in die Kommentare, ob ich was gefunden habe. Drehen wir direkt um, weil früher war ja mal 3 zählen, aber es passt alles nicht mehr. Deswegen drehen wir direkt um und fertig. Schaut mal. Standard Boosterkarte ist ganz klar, aber auf Retro gemacht. Mega cool. Und wie gesagt, schreibt mir was in den Kommentaren, wenn da eine gute bei ist, die auch was wert ist. Oh, da hinten glitzert schon. Ist es wieder nur der Rahmen, der glitzert? Oder ist es wirklich was richtig Hochwertiges? Da schauen wir mal. Da seht ihr schon. Motiv matt, rundherum glänzend. Hier genau dasselbe. Und ihr seht schon. Naja. Ob die wirklich was hochwertig ist, schreibt ihr mir in die Kommentare. Und eine Energiekarte. Also, ihr habt gesehen, nicht so wirklich, was ich finde, was wirklich Gutes gezogen. War natürlich jetzt mal wieder eine Sammelmappe oder ein Sammelordner, ganz wie ihr es sehen wollt, der neu ist. Aber jetzt eure Meinung, eure Kommentare. Ich verlinke euch die Pokémon-Karten unter das Video. Sicher, bequem und nicht günstig. Ihr wisst, was die Tüten kosten oder die Booster-Packs. Trotzdem verlinke ich sie euch und ihr schreibt mir jetzt alles in die Kommentare, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet. Und ob ihr sie sammelt. Und das Allerwichtigste natürlich, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und
Schaut zu.